So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das Halloween-Event ist hoffentlich noch im vollen Gange. Passend zu Halloween habe ich mir gedacht, werde ich noch zwei Spezialfolgen machen, da ich einfach so viele Shinies habe und eigentlich momentan alle Shinies habe, die es gibt, sage ich einfach mal so, außer Pantimimi. Und die neuen, gut, die neuen, die fehlen jetzt noch, aber das Event läuft ja noch. Und ich dachte mir, wann soll ich die alle mal entwickeln? Ist ja auch doof, wenn man eine Folge macht und nur eins entwickelt und so. Aber passend zu Halloween kann man natürlich themenbezogen alle Geister-Shinies entwickeln und natürlich auch alle Unlicht-Shinies. Vielleicht würde Gift noch dazu passen. Das weiß ich noch nicht, da muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache. Aber erstmal Geist und Unlicht wäre natürlich passend zu Halloween. Deshalb entwickeln wir heute alle Geister-Shinies. Und dann mache ich nochmal eine extra Folge über alle Unlicht-Shinies, damit ich auch die ganzen Familien auf der Hand habe, jede Form und alles durchentwickle für den Pokédex, dass das endlich mal voll wird und ich nicht 10-mal Schuppelt auf der Hand habe, sondern eben Schuppelt und Barnett. Aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Wir gucken mal wieder hier in den Beutel rein, geben mal schillernd ein. Schillernd plus. Ich sehe hier, was es zuletzt so gab. Können wir auch mal gucken, ne? Lapras! Woo! Aus dem Fünferei gebrütet. Richtig genial. Hier Shiny Click, mit dem laufe ich momentan. Ist auch wieder das Datum dran. 23.10. Das ist dann die erste legendäre Raid-Stunde mit Darkrai. Oder Darkrai gewesen. Je nachdem, wann das Video online kommt. Und damit wir auch nur die Geister angezeigt bekommen, geben wir noch plus. Geist, ist wieder falsch. Und Geist natürlich. Schillernd und Geist. Jetzt ist das ein bisschen wirrwarr, deswegen sortieren wir das mal nach Pokédex-Nummer sortiert. Und hier seht ihr schon, 4 Shiny Nebulak, 4 Shiny Gengar. Die Gengar natürlich vom Gengar Raid-Tag. Nebulak dann auch mal so gefangen. Und das höchste Nebulak wollen wir noch entwickeln, denn wir haben natürlich noch kein Alpollo. Alpollo brauchen wir aber auch. Die ich getauscht bekommen habe, da steht der Name dran und die, wo nur ein Punkt ist, sind selber gefangen. Ne, andersrum. Die mit einem Punkt. Jetzt blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Wir gucken uns mal das erste an, hier Nebulak. Das ist auf jeden Fall selber gefangen in Dortmund am 6.7. Theoretisch kann ich also, genau, das müsste ich aber jetzt entwickeln können. Ich habe nämlich die mit Punkten versehen, die ich trotzdem wegtauschen kann. Und ich glaube, da habe ich keinen Punkt dran gemacht, weil es das höchste ist und weil ich das entwickeln wollen würde. Wir entwickeln einfach das Nebulak zu Alpollo, damit der Schatten auch weg ist. Jetzt bin ich schon wieder komplett neben der Spur. Genau, ist ja auch sinnvoll, dass wenn jemand fragt, hey, was hast du für Shinies, was können wir traden, gebe ich einfach in der Pokémon-Suche einen Punkt ein und dann zeigt es mir alle, die mit Punkt beschriftet sind, dass also alle die, die ich tauschen kann, die ich selbst gefangen habe und die, wo der Name dran steht, die kann ich eh nicht wegtauschen, deswegen ist da kein Punkt, sondern der Name, weil die fest auf dem Account verwachsen sind. Jetzt habt ihr hier Alpollo, statt der roten Zunge eben diese lilane Zunge. Sieht auf jeden Fall richtig genial aus. Und da hatte ich eben keinen Punkt dran, weil das höchste war und weil ich das höchste natürlich wieder entwickeln wollte. Nebulak, Alpollo, Gengar, haben wir fertig. Hier Alola Knogga, kann man ja nicht entwickeln. Finde ich aber auch noch richtig cool, das Pokémon. Habe ich damals auch aus einem Raid bekommen, auf einem kleinen Account. Habe da immer mit 4-5 Accounts da Alola Knogga gemacht. Auf dem einen war es dann mit drauf. Beim Turrican sogar. Glückwunsch. Am 1.1. und am 2. habe ich es mir dann getauscht, habe ich dann mitgenommen. Was haben wir noch? Das lassen wir mal kurz aus. Zubiris haben wir hier. 2 Stück. Kann man noch nicht entwickeln. Vielleicht gibt es hier mal einen Mega-Zubiris. Nee, aber immer besser, wenn man eins mehr hat. Schuppelt und Barnett ist hier dabei. Schuppelt habt ihr, Barnett habt ihr. Die sind auch beide getauscht, wie man sieht. Zwirrlicht natürlich. Das ist frei. Das könnte ich abgeben. Das ist auch getauscht. Das muss ich also auf der Hand behalten. Auch die Weiterentwicklung von Zwirrlicht, Zwirrklopp. Und dann haben wir auch die Sinnoh-Stein-Entwicklung Zwirrfinst gemacht natürlich, die ist auch hier dabei. Driftlon und Driftzeppli haben wir, die goldenen, die haben ja auch noch lange gefehlt, habe ich auch, glaube ich, beide ertauscht bekommen. Dann habt ihr Frostedje, ist dann auf einmal ein Geist-Pokémon, vorher ja nur Eis, ihr wisst, aus Schnäppke heraus. Und ganz zuletzt, jetzt war Giratina da, da haben wir natürlich wieder ein normales Shiny und ein Lucky Shiny für den Lucky Dex
Eintrag. Eins haben wir jetzt aber noch bewusst ausgelassen. Ihr seht, Geister sind es gar nicht so viel. 24er auf der Hand. Denn wir haben noch zwei Traumfugil. Da lassen wir eins natürlich wieder so, wie es ist. Und eins entwickeln wir. Wir lassen aber das Kleine so, wie es ist. Und das Höhere entwickeln wir für 100 mit 100 Bonbons und einem Sinostein. Traumfugil zu Traummagil. Das ist also noch eine Entwicklung, damit die Geister und Geistfamilien alle voll sind. Ich weiß gar nicht, Makabaya dürfte auch ein Geist sein, ja. Der fehlt also hier drin dann noch. Makabaya als Shiny und als Geist-Shiny, aber der ist ja exklusiv in diesem Event richtig neu reingekommen. Wenn da was geht, werde ich das aber als Extra-Folge machen. Traummagil jetzt auch dabei. Und so sieht das doch besser aus. Jetzt steht es natürlich nicht mehr da, sondern ist unten. Aber alle Geister sind entwickelt, alle Shiny-Familien-Typ-Geist sind komplett, außer Makabaya, was jetzt neu ist. Aber sobald wir das zweimal haben, machen wir da auch eine Folge oder verbinden das oder machen das, wenn das Halloween-Event vorbei ist und wir so einen Fazit ziehen, ob wir auch die Starter mit Kostüm als Shiny bekommen haben, ob es Pikachu als Shiny gab, für mich. Denn das kann man ja auch alles nicht entwickeln. Die Starter und Pikachu nicht entwickelbar mit den Kostümen. Zum Glück muss man nur eins von jedem haben. Und Makabaya natürlich dann ein Thema. So, das war's, glaube ich, jetzt von meiner Seite aus. Wie viele Geist-Pokémon habt ihr auf der Hand als Shiny, wenn ihr das oben eingebt? Auch wenn da Doppelte dabei sind. Bei mir sind es jetzt also 24 Stück. Schreibt ihr mal rein, wie viele schillernde Geister habt ihr? Und habt ihr die Familien voll oder was fehlt euch noch? Schreibt das natürlich auch mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.